Ernsthaftigkeit aktiviert. Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Ich bin der Sherman und mit mir ist heute der Darius. Ja moin, ne? Moin moin. Bevor wir jetzt starten, noch ein kleiner Hinweis. Normalerweise wäre jetzt der Marux hier statt meiner Wenigkeit. Darius, kannst du uns kurz sagen, wieso, weshalb, warum? Ja, der Marux, bekannt als Markus auch, wer uns noch kennt von OMSI, ist leider letztes Jahr, also im Juli 2019, verstorben. Deswegen sehen wir ihn jetzt hier nicht mehr. Genau. Deshalb würde ich jetzt sagen, machen wir einfach... Wir können das aber auch. Genau, wir können das auch und wir machen jetzt einfach mal weiter. Darius, was schlägst du vor, sollte ich als nächstes tun? Wahrscheinlich das Spiel fortsetzen. Du solltest das Spiel fortsetzen. Wir haben schon mal ein bisschen vorgespielt, weil das Tutorial hat, glaube ich, jeder inzwischen gesehen und den Ölfilterwechsel auch. Also fangen wir nicht ganz bei Null an. Und vielleicht können wir noch ein paar Sachen erzählen, die eben bei den anderen Testern noch nicht so bekannt sind oder aufgefallen sind. Alles klar. Das Spiel haben wir ja zusammen, also André von Fist Games und ich, entwickelt. Es war eine Idee von Aerosoft. Und da ich ja schon einige virtuelle Busse konstruiert habe, dachte ich mir, das ist doch mal eine nette Abwechslung. So, das dein heißt, erster Auftrag ist da. Ich kann mich jetzt über einen vielseitigen Bus freuen, wie ich es von dir gewohnt bin. Ja, extrem. Also im Vergleich zu OMSI doch deutlich detaillierter. Man kann zwar nicht damit fahren, aber dafür hast du alles andere. Wunderbar. Dann nehme ich jetzt mal diesen Auftrag an. Also wir haben einen MAN Lion City und der hat ein Problem mit dem Kraftstofffilter und der Motorölfüllstand soll überprüft werden. Alles klar. Richtig. Da kommt der Gute. Darius, wie lange habt ihr denn an diesem Produkt entwickelt? Ja, ziemlich genau ein Jahr. Es sollte ursprünglich ein bisschen schneller gehen, wie das immer so ist. Aber ich denke mal, die Zeit ist doch für den Umfang in Ordnung, weil es war doch schon sehr viel einzubauen, umzusetzen. Ja, okay. Umsetzen ist ein guter Punkt. Wir schauen uns jetzt mal bei dem Kollegen hier. Ja, du kennst dich ja minimal aus. Du solltest vielleicht mal überlegen, wo die Bauteile überhaupt sind. Die Bauteile für den Motor sind natürlich hinten, aber ich muss ja über die Brücke hier runtergehen, ne? Ja. Aber natürlich zuallererst Arbeitssicherheit, das Licht an. Ja, finde ich übrigens sehr schön, den Effekt. Das ist ja hier Unity-basiert, dieses Spiel. Allerdings mit der neuesten High-Definition-Render-Pipeline heißt das. Da ist doch die Beleuchtung, finde ich, deutlich besser als früher in Unity. Also es sieht schon mehr wie Unreal aus, eigentlich. Also ich muss schon sagen, das sieht schon sehr angenehm aus. Das kennt man ganz anders aus anderen Produkten. Ich finde vor allem die Atmosphäre ganz schön, weil das ist ja eine Werkstatt, die es in echt gab. Und wenn man hier drin steht, sieht das fast so aus wie damals in echt. So. Das gute Stück ist hier platziert. Und dann würde ich mal sagen, ab nach oben mit dem Kollegen. Genau, du sagtest gerade, das ist ja eine Werkstatt, die es mal gab. Gibt es da einen lustigen Schwank aus deinem Leben zu erzählen? Naja, ein Schwank vielleicht nicht, aber die OMSI-Spieler kennen die Werkstatt, weil das ist der ehemalige Betriebshof Mesterkamp gewesen, der Hochbahn, der inzwischen abgerissen ist und kurz vorher haben wir ihn quasi noch nachgebaut hier. Wunderbar, also auf dem letzten Drücker habt ihr nochmal diesen Betriebshof mit durchaus ein wenig Geschichte dahinter in diesem Simulator festgehalten, oder? Ja, ich habe ihn extra dafür genommen, weil das eben keine so moderne Werkstatt ist, sondern die sieht so ein bisschen halt typisch werkstattmäßig aus, ne? Also wo nicht alles klinisch. So genau, die neuen Werkstätten sind ja doch eher klinisch. Geh doch nochmal auf diese Auftragsansicht. Ja. Wenn du Rechtsklick machst, dann siehst du ja, kannst genau Auftrag ansehen. Wenn du jetzt auf das Auge drückst, dann siehst du nämlich, wo das Teil ist. Ah, alles klar, also deutlich weiter hinten, als ich mich gerade befinde. Perfekt. Ja, und das war das zweite, was wir brauchten. Irgendwas war da ja noch. Der Motorölfüllstand. Ja, Ölfüllstand. Okay, das ist ja wirklich ganz hinten dann, ja. Genau. Das kannst du aber von oben machen. Da das brauchst du gar nicht runter. Okay, dann. Habe ich eben nicht aufgepasst. Beziehungsweise wir wollten ja die Lampen hier unten mal zeigen. Absolut. Dann
gehen wir doch erstmal hier rüber. Und nach oben. Nimm dir vielleicht gleich einen einen Vierkantschlüssel mit für die, ja, für die Klappe. Da haben wir ihn. Vierkant, ne? Moment, Vierkant, hast natürlich recht. Nicht der Kollege. Ah, oben ich, links. Ich bin latent blöd heute, ja, genau. Das ist ein Vierkant. Heute? Ja, nur heute. Okay. Ja, die Busmodelle, netterweise von MAN wieder alles genehmigt bekommen. Und dadurch haben wir auch Original-Konstruktionsdaten teilweise bekommen, vom Motor zum Beispiel. Ah, das ist natürlich super. Das heißt also, es ist jetzt nicht so ein bisschen Fantasie, sondern es ist wirklich genauso, wie die Kiste auch im echten Leben aussehen würde. Ja, vor allem, es wäre ja gar nicht möglich gewesen, den Motor so ohne weiteres nachzubauen. Ich kann ja nicht einfach mal so ein MAN zerlegen. Ist klar, bei einem Scheinwerfer oder so, da kannst du ein Foto machen, aber der Motor, ne, den siehst du sonst ja nicht. Deswegen war das schon sehr hilfreich. Also ist jetzt keine Werbung, aber die anderen Hersteller machen einfach sowas nicht. Deswegen, ne? Absolut. Also ich finde, das sieht auch hier schon sehr angenehm aus, was ich hier zu sehen bekomme. Allerdings musst du mir ein bisschen helfen. Ich bin jetzt nicht so der große... Ja, guck mal da etwas weiter links neben der goldenen Lichtmaschine. Da sitzt ja das Kraftstofffiltergehäuse. Das hat so einen schwarzen Deckel. Rechts neben der Lichtmaschine. Das Ding hier, ne? Genau. Und da kannst du den Deckel abschrauben. Brauchst du aber einen Schraubenschlüssel für. Ja, ist aber schon offen jetzt, ne? Ja. Sieht offen aus, oder? Stimmt. Den kannst du doch eigentlich auch im echten Leben mit Hand aufkriegen. Ja gut, wenn du das kannst. Okay, dann würde ich mal sagen, machen wir jetzt mal Demontage und nehmen den Filter dort raus. Nimm den Filter raus, ja. Zack. Und jetzt könntest du dir direkt einen neuen holen. Du kannst auch, wenn du im Inventar guckst, siehst du auch, was für einen Zustand der hat. Also 40% ist ja nicht mehr so doll, ne? Nee, dann würde ich mal sagen, holen wir uns einen neuen, oder? Und entsorgen den Kollegen nachher. Ja, das kannst du alles verschrotten. Wann hast du denn den Verbandskasten da geklaut? Das habe ich gar nicht mitbekommen. Das ist mir auch gar nicht aufgefallen. So, dafür müssen wir jetzt einmal ins Lager. Das Lager ist ja hier um die Ecke. Es gibt drei Lager. Das vordere hier ist so ein bisschen Magazin, wie man auch sagt, ne? Also wo, für den täglichen Gebrauch, wenn man so möchte. Ja, wo auch die ganzen kleinteiligen Sachen sind. Und weiter hinten stehen, also eigentlich gibt es vier Lager. Weiter hinten sind dann noch Türen, die Innenraumteile, Batterien, ja, und so. Kraftstoff, Beleuchtung. Genau. Ja, Kraftstoff ist ja richtig, seine Filter. Ja, ich wollte nochmal umschauen, was wir so im Angebot haben. Genau, da haben wir haben fast alles. Also, man kann nicht den Bus komplett zerlegen, aber wir haben wirklich von den Baugruppen, die es gibt, haben wir wirklich alles. Also auch Zielanzeigen, Fahrscheindrucker, die Achsen, die komplette Bremsanlage, Druckluft. Gut, da können wir gleich nochmal einen Blick drauf werfen, wenn das für dich in Ordnung ist. Ja, mach das mal. Ich habe jetzt den Ölfilter genommen und mache mich mal wieder auf den Weg zum Ölfiltergehäuse. Ist eine gute Sache. Ist zwar Kraftstoff, aber... Habe ich Ölfilter gesagt? Sorry, Kraftstoff. Diesel ist ja auch ein Öl, ne? Genau. Ja, in der Halle hier, die Busse stehen dann, je nachdem, was für ein Bustyp man hat, auf ihrer eigenen Grube. Logisch. Und den Doppeldecker haben wir auch als Abwechslung drin. Ist natürlich kein Hamburger Bus, aber es soll ja auch eine Werkstatt sein, die überall sein könnte. Ne? Also ich wollte jetzt nicht damit Hamburg irgendwie darstellen, sondern das könnte okay überall sein. So. Das war meine Idee. Doppeldecker kennt man hier in Hamburg ja eigentlich nur von der Stadtrundfahrt. Ja, aber nicht genau aus dem normalen Betrieb hier. So, der Kollege ist drin, dann können wir auch hier eigentlich wieder den Deckel draufpacken, oder? Hau den Deckel drauf. Affe müsste dann auch tot sein gleich, wenn du die Klappe zumachst. Jo. So. Perfekt. Wir hatten aber noch im Auftrag das Nachfüllen des Motoröls drin. Hatten wir, ja, guck mal bitte nach, hatten wir den Wechsel des Öls oder nur den Motorölstand nur prüfen? Nur die Prüfung hatten wir. Ach so, ja, da muss die Klappe, dann kannst du die Klappe direkt wieder aufmachen. Dann machen wir sie wieder auf, alles klar. Das grüne Möckelchen da unten ist der Peilstab. Da musst du einmal in den Modus Betriebsstoffe wechseln mit Rechtsklick. Jawohl. Ja gut, da ist ja fast nichts drin. Da sollten wir auf jeden Fall mal nachfüllen. Dann hol dir doch mal so einen schönen Kanister. Da rechts, glaube ich, ist der nächste von uns jetzt, genau. Der blaue Kollege hier? Der schwarze. Der schwarze, okay. Wir haben es übrigens ein bisschen vereinfacht.
Die Gießkanne mit Wasser, die nehmen wir. Achso, ja, rechts der rote ist einverstutzen, genau. Auf Tab siehst du das ja immer. Ja, warte, bleib gleich nochmal hier, da sage ich nochmal gleich was okay. zu. Aber halt ruhig erstmal Linksklick gedrückt, dann füllt er das auf. Wir haben es ein bisschen vereinfacht, weil die Gießkanne mit dem Wasser, die ist hier sowohl für Kühlmittel als auch fürs Wischwasser. Also das ist natürlich nicht ganz real, ne? Das ist schon klar, aber ja. ist halt Wasser. Du musst noch ein bisschen mehr einfüllen. Ja. Und bei dieser Stelle ist mir schon aufgefallen, bei anderen Leuten, dieser Behälter da links, wo Ölbehälter draufsteht, das ist für den Lüfterantrieb, das ist nicht für den Motor, ne? Okay. Deswegen füllen wir das Motoröl halt da unten ein und nicht da oben, wo Ölbehälter steht. Das ist gut zu wissen. Ich glaube, da werden sicherlich noch mehr Leute außer mir Probleme mit haben. Ja, das ist ein bisschen unbekannt für Autofahrer vor allem, weil beim Bus wird der Lüfter halt über einen Hydraulikmotor angetrieben. Das heißt, der drückt Öl durch ein Getriebe sozusagen, was dann den Lüfter dreht. Das ist ein eigener Ölkreislauf. Gut, vom Auto kennt man die eher einen Riemen. Zum Beispiel, ja. Alles klar. So, da sehen wir Ava Max nochmal mit einer Gemüsetüte. Hervorragend. Und wenn du am Torschalter jetzt drückst, kannst du, glaube ich, einen Auftrag abmelden, oder? Wir schauen mal. Aus irgendwelchen Gründen haben wir den Achsheber mal angehoben. Da hast du recht, das wäre eigentlich gar nicht notwendig gewesen. Nee, streng. Aber wir wollten es mal vorführen. Ja. Wir gehen natürlich auch artig über die Treppe hier runter und springen nicht. Ja, und gehen auch in die richtige. Ich wollte gerade sagen, willkommen auf der Seite, aber. So. Dann betätigen wir mal ganz kurz hier. Wir hatten übrigens auch mal überlegt, es haben sich ja viele gewünscht, dass man eine Testfahrt machen kann. Ja. Wir haben das ursprünglich auch gewollt, aber es wäre einfach nicht möglich, so einfach das zufriedenstellend umzusetzen, weil man bräuchte dann ja eine richtig gute Testfahrt, wo auch die Physik oder alles stimmt, und dann müsste ja auch jede Änderung am Bus irgendwie eine Auswirkung haben. Ja klar, vor allen Dingen dann hättest du ja einen vollwertigen Omnibus-Simulator noch nebenbei. Eben, da hättest du den Omsi auch nochmal nachbauen müssen quasi, deswegen haben wir gesagt, nee, bevor wir eine schlechte Testfahrt machen, lass es lieber, ne? Nee, bin ich ganz bei dir, lieber gar nicht als schlecht. Ja, also ich hätte es auch gern gehabt, ne? Aber das ist in dem Rahmen einfach nicht machbar so schnell. Das machst du nicht mal eben so. So, neuer Versuch. Und diesmal haben wir auch an alles gedacht. Er setzt sich in Bewegung. Beim Maxmarkt gibt es hoffentlich nach wie vor frisches Obst täglich, auch am Sonntag. Ja, also ich war jetzt länger nicht da, aber ist nicht weit weg von mir. Hervorragend. Ich habe nur einen Buchstaben ausgetauscht, man kann ja mal überlegen, welcher. Tja, also ich kann es mir leider nicht erschließen, was das sein könnte. Es ist nicht das X. Aber ich bin ein Freund der russischen Küche. So, gut, jetzt haben wir immerhin schon 1100 Punkte. Genau, dann können wir doch eigentlich schon mal schauen, was wir als nächstes machen, oder? Guck mal, was passiert. So, oh. Diesmal ein Reifenproblem. Das heißt, wenn ich den jetzt annehme, dann darf ich wirklich das Ding mal nach oben aufbocken, ne? Könnte darauf hinauslaufen. Ja, hat dieser Doppeldecker dann auch genügend Platz oben in der Halle? Weil ich weiß ja jetzt von dem Betriebshof, das ist ja eigentlich kein Doppeldeckerbetrieb. Gute Frage, genau. Ich habe von Anfang an gesagt, der André hat die Halle hier modelliert. Ich habe ihm von Anfang an gesagt, mach die Halle ein bisschen höher, weil wir wollen später auch einen Doppeldecker da reinfahren. Das heißt, die ist höher als im Original, denn auf Mesterkamp wäre das sicherlich nicht möglich gewesen. Alles klar. So. Der Doppeldecker ist ganz spannend auch zu modellieren gewesen, weil der hat halt auch einen komplett anderen Innenraum. Dadurch, dass die Decke so flach ist, ist die ganze Konstruktion anders. Also wenn man das schon kennt von den anderen beiden Bussen, dann ist das bei diesem halt nochmal ganz anders, wo die Steuergeräte sitzen und alles. Ja, also ich kenne mich mit dem Dingen jetzt überhaupt nicht aus, da bin ich auf dich angewiesen. Überleg doch erstmal, ob du vielleicht einen Druckluftprüfer mitnimmst für den Reifen. Erstmal Licht an, ne? Wir möchten ja genießen, Licht was an. Möglich ist. Wir machen auch immer das komplette Befeuerung hier an. Selbstverständlich. So, der Ölprüfer, wo ist der gute Kollege? Das ist der Druckluftprüfer. Du bezeichnest alles als Öl. Ich meine, der lag drüben auf dem Werkzeugwagen. Ja, hinter dir lag auch einer gerade. Hinter mir lag auch einer. Guck mal, guck doch mal auf diese Icons. Ah immer ja, da? Wunderbar. Das ist ja echt gut organisiert hier. Also ja. In der echten Werkstatt musst du ja eigentlich immer suchen, weil da ist ja immer genau das, was du haben möchtest, nicht da. Ne?
Ja, vor allem, wenn du es schon benutzt hast, dann ist es auf einmal weg. Genau. Das ist ja das Komische. So, jetzt guck doch nochmal nach auf den Auftrag, welche Reifen das überhaupt waren. Ich weiß es gar nicht mehr. Nachlauf, ach, die müssen sogar gewechselt werden. Okay, und vorne und hinten muss nur der Druck geprüft werden. Dann mach doch erstmal den Druck. Jo, das kann ich auch mal umerledigen. Genau, würde ich sogar machen, ist sonst unangenehm. So. Und bei diesem Doppeldecker ist auch das Spannende, der hat ja so eine einfach bereifte Nachlaufachse. Die ist, ja, um den Wendekreis ein bisschen zu verkleinern, ne? Lenkt er da ganz hinten noch mit. Ja. Muss auf die Betriebsstoffe gehen. Betriebsstoffe, ich war jetzt gerade in der Sichtprüfung. Alles klar. Ja. Ja, Sichtprüfung ist halt wirklich nur für den Zustand. Das heißt, du siehst dann, ist der Reifen okay, aber wie viel Druck der hat, siehst du damit nicht. Ja, aber der ist auch in Ordnung, der Druck, ne? Ja. Also versehentlich nachgefüllt, ist alles auf grün. Machen wir als Service, füllen wir immer nach, egal ob da noch was drin ist oder nicht. Genau, dann gehen wir auf die andere Seite rüber. Ja. Und schauen wir mal, was hier so zu holen ist. Da haben wir das Ventil. Dem geht's auch wunderbar. Das war optimal. Also ja, das war nur eine Routineprüfung. Alles klar. Prüfung ist abgeschlossen. Dann Hinterachse auch noch, ne? Ja, wobei, da rupfen wir die Räder jetzt ja eh gleich runter. Nee, die zweite, also die, genau jetzt die. Die werden erneuert. Du siehst ja auch, wie rostig die sind. Ja, eindeutig. Genau, und auf der Antriebsachse hier prüfen wir noch den Druck. So, gehen wir ein bisschen nach. Innen nicht vergessen, ne? Sind zwei Reifen. Ah ja, hast recht. Das muss ich vorne auch nochmal machen gleich, ne? Nee, vorne ist ja nur einer. Gut. Der Doppeldecker hat tatsächlich nur eine doppelt bereifte Achse, während der Gelenkbus hat ja zwei. Okay, gut zu wissen. Man sieht, ich bin jetzt nicht der allergrößte Busexperte, was diese Details angeht. Nö, musst du ja auch nicht. Also wir haben es auch wirklich versucht zu machen, dass das Spiel auch für die Leute funktioniert, die das eben noch nicht so gut wissen. Man sollte natürlich wissen, was der Unterschied von einem Schraubenzieher und einem Druckluftschrauber ist. Das wäre schon mal hilfreich. Da ist eigentlich zu viel drauf. Aber wenn man sich dafür interessiert, dann kann man da auch noch viel lernen. Ne? Weil zum Beispiel durch diese Anzeige jetzt hier auf Tab, du siehst ja, was du machen kannst. Also es ist schon eigentlich so gedacht, dass es nicht zu krass kompliziert ist. Also wie gesagt, ich bin jetzt nicht vom Beruf her Kfz-Mechatronik etc. Ich komme damit relativ gut klar jetzt. Ne? Die kleinen Details, logischerweise brauche ich deine Hilfe jetzt, aber... Ja, man findet ja auch viel raus. Zum Beispiel jetzt, dass der da doppelt bereift ist und da hinten dann nicht, das, ne, genau, findet man dann ja erstmal raus. Darf ich den Kollegen jetzt aufbocken? Ich würde es dir fast empfehlen. Ja, kannst du deinen Achsheber mal in Position bringen. Genau. Streng genommen natürlich erstmal die Radmuttern lösen, aber können wir auch so machen. Im Original würde man es vielleicht so machen. Wir haben auch wirklich in der Werkstatt hier, der steht schon richtig. Der steht schon richtig, ja. Oh. Meine ich, oder? Bin ich jetzt blöd? Nee, ich bin blöd. Nee, jetzt rastet er ein, oder? Oder? Probier mal, wenn der Hebel hochgeht, dann ist alles gut. Nee, jetzt sind wir zu weit. Nee, dann müssen wir mal zurückgehen. Allerdings hänge ich jetzt gerade fest, was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Ja, schieb ihn mal weiter erstmal. Der lässt sich nur loslassen, wenn er an der Achse quasi direkt dran, okay, ist. Also jetzt können wir hin und nochmal zurückschieben. Genau. Wunderbar. Wir haben auch wirklich durch meine freundlichen Bekannten in den Werkstätten hier und Freunde an den MAN-Bussen wirklich die Aufnahmen gemacht. Also das ist schon so gut wie es ging alles umgesetzt. Ne? Wenn ihr jetzt das hier seht und dann in echt mal unter so einem MAN drunter liegt, hoffentlich im Stillstand, dann wird man da vieles wiedererkennen. So, wir heben die Konstruktion mal an. Und müssten uns jetzt noch das passende Werkzeug für die folgende Aktion holen. Ja, da dürfen wir leider noch nicht den Druckluftschrauber benutzen, glaube ich. Oder hatte ich den schon freigeschaltet? Teste das doch mal. Das geht. Doch, hatte ich schon. Okay, das ist gut. Ich war mir nicht mehr ganz sicher. Weil ich wollte noch Punkte sparen für das zweite Level, aber den hatte ich schon freigespielt. Okay, weil das ist, also ich sag mal so, das ist eins meiner Lieblingsgeräusche. Ja, das Geräusch ist super und es ist einfach auch praktischer, ne? Und es klingt auch fast wie in der Formel 1. Also wunderschönes Geräusch. Es geht auch fast so schnell, ja. So. Damit haben wir die hier alle gelöst. Und können. Dann kannst du das Rad eigentlich schon abnehmen. Jo, dann ist das Rad, genau, jetzt weg und wir gehen mal kurz nach drüben und machen da das Gleiche. Thank you.
Also deutlich angenehmer, als das manuell zu machen, würde ich sagen. Ja, also ich bin ja wirklich, worauf ich mich am meisten immer freue beim Freispielen, ich habe das ja schon mehrmals gespielt jetzt, ist halt, dass man die Level später kriegt, dass man die besseren Aufträge kriegt, ne? Die Werkzeuge, okay, klar, geht schneller, aber ich finde so das Beste eigentlich, wofür man die Punkte einsetzen sollte, das kann man ja selber entscheiden, was man sich freischaltet, ja, ist wirklich diese Erfahrungsstufen. Also das finde ich am spannendsten. So, ich darf jetzt hier schon entsorgen, oder? Ja, verschrotte mal den Murks da. So, die Schrauben, können wir die da verwenden? Die, ja, die würde ich behalten, ja. Sonst aber das sagt der Chef wieder, nicht, dass der Chef wieder sagt hier, ne? So, okay, alles in Ordnung. Wunderbar, dann gehen wir mal rüber zum Reifenlager. Ja. Und machen uns mal schlau, was die für uns da haben. Sind zum Glück alles die gleichen Reifen. Gut, das ist natürlich gut zu wissen, weil ich glaube ansonsten mit verschiedenen Reifentypen wäre ich jetzt komplett raus. Ja, ist ganz praktisch beim Bus, weil es sind ja Ganzjahresreifen und du hast auf jeder Achse die gleichen Reifen drauf. Also hinten sind halt die Räder umgedreht, dass die, ne, das sind ja zwei nebeneinander sozusagen, ja, zwei aneinander geschraubt. Aber es ist alles dieselben. So, dann wechsle ich jetzt mal in den Montagemodus. Absolut. Und würde hier mal sagen, da kommt ein Rad drauf. Und ich würde auch sagen, das ziehen wir mal fest, oder? Kannst direkt festziehen, ja. Man sieht es halt auch so ein bisschen, also das vielleicht noch als Tipp, wenn man nicht findet, also später kriegt man komplexere Aufgaben. Da heißt es, es gibt ein Problem mit der Bremse zum Beispiel und du weißt nicht, was es ist. Okay. Dann kannst du wirklich gucken, was verrostet ist, dann weißt du halt wirklich, woran es liegen kann, weil du siehst, dass die Teile gut sind oder nicht gut. Gut, ich bin jetzt ja aus meinem Nicht-Bus-Leben auch ein großer Freund des Steuergerätes. Gibt es dort auch was, was mir droht, Probleme zu machen? Es gibt Steuergeräte, die gehen zum Glück, genauso wie in echt, nicht so oft kaputt, aber das kommt vor. So ein Bus hat ja durchaus einige Steuergeräte, die man vielleicht gar nicht so kennt. Zum Beispiel die Bremsregelung ist ja mittlerweile auch elektronisch unterstützt. Die Druckluft, ja, nee, Druckluft nicht, aber die Federung ist elektronisch geregelt, Motor, Getriebe. Ich denke da jetzt ja eher an Knickschutz bei einem Gelenkbus. Knickwinkelsteuerung haben wir nur die hydraulische Seite drin. Das heißt, im Gelenk kannst du dann gucken, die Dämpfungszylinder und was da drin liegt, ne? Das Drehlager. Ja. Das gibt's auch, ja. Das ist dann schon sehr fortgeschritten. Also das kriegst du als Anfänger-Level noch nicht. Aber das gibt's. Also wie gesagt, es gibt wirklich alles. Es gibt nicht jedes Teil, aber es gibt von jedem Thema quasi was, ne? Okay, also das heißt auch, dass mein Lieblingsthema Steuergerät kann mir hier begegnen. Im Höheren. Kommt nicht zu knapp. Ja, was haben wir? Also da gibt's ja alles Mögliche. ABS haben die natürlich. Die haben eine Zielanzeigensteuerung. Also gut Potenzial für Probleme. Ja, später wird das dann echt anspruchsvoll teilweise, wenn du eben diese Sachen hast, wo du nicht genau angezeigt kriegst, was es ist. Ja, jetzt mal eine Frage hier im Simulator. Muss ich jetzt auch noch den Reifendruck prüfen oder kommen die quasi aus dem Reifenlager perfekt vorbereitet? Würde ich mal machen. Wunderbar. Das sollte man, bevor man den Wagen rausschickt, nämlich mal sicherstellen. So, nun ist die Frage, wo habe ich den Puffer gelassen? Da ist er. Ich glaube, da liegt er, oder? Jo. Jo. Nee, einfach die. Ich kann ihn gerade. Doch, du hast. Ah, ja, ja, du hast. Alles da. Man sieht das an diesem kleinen Overlay. So. Man kann das. Ich habe auch bei YouTube gesehen, dass viele Leute das immer wechseln. Du kannst die Betriebsmittel gleichzeitig mit den Werkzeugen machen. Also, du kannst einen Ölkanister mitnehmen und den Vierkantschlüssel zum Beispiel. Ah, man muss okay. Das nicht immer ablegen. Das ist gut zu wissen. Jo. Und wir sind im grünen Bereich. Und schau noch mal, wie es drüben ausschaut. War wahrscheinlich nicht viel besser, oder? Das wird sich gleich zeigen. Und da haben wir das Ventil. Ne, der war komplett leer. Ich frage mich ja immer beim Reifendruck, ne? Man hat ja eigentlich einen Atmosphärendruck von 1 Bar, weil ich weiß. Ja. Ist der da schon abgezogen, oder? Ja, das darfst du mich nicht fragen, also... Das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich gebe also da wenn ganz er jetzt hier 0 anzeigt, ist das dann 0 oder ist das dann 1? Also im echten Leben lasse ich das dann die Fachleute machen. Ja, naja, aufpumpen kann ich den, aber ich weiß halt nicht.
So, aber dann sollten wir jetzt eigentlich soweit fertig sein und können den ablassen, ne? Nach Schmeiß unten. Mal raus die Buchse, ja. Du musst unten noch ablassen, genau. Ja, du kannst da ruhig reinspringen, ne? Also, ich will jetzt ja vorbildlich das Ganze erledigen, ne? Ich hab das schon gesehen, dass Leute da reinspringen. Ich sag jetzt nicht in welcher Werkstatt, aber. So. Ab nach unten. Ja, im echten Leben habe ich ja einfach eine Druckanzeige und mach, was die mir sagt, ne? Wenn die sagt, dann muss was rein. Ja, viel mehr kannst du da nicht machen. Einmal gegentreten vielleicht noch. So. Ja, ist unten, ne? Ist unten. Kann ich ihn jetzt nicht wegschieben? Brauchst du nicht. Kannst du natürlich. Wird mir jetzt gerade nicht angeboten. Bist du noch gebückt? Stimmt. Aber auch jetzt nicht. Oder nicht? Er will nicht. Egal. Wir schicken den Kollegen trotzdem mal raus. Liegt vielleicht an den Betriebsstoffen, ne? An den Druckluftprüfer da. Achso, ja, klar. Aber gut, der ist unten. Dann kann er auch raus. Na raus mit der Semmel. Der Günther braucht den nachher. Ja, wobei, die Dinger sind ja in Hamburg nicht beschleunigt. Die Doppeldecker. Nee, nee. Sei froh. In Berlin auch nicht. Ja, vielleicht machen wir mal jetzt für diesen Teil mal eine Pause und zeigen im zweiten Teil dann nochmal einen komplizierteren Job. Ja, wäre ich gerne dabei. Machen wir das. Dann sagen wir erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Bis bald. Ciao.